Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Unglaublich, aber wenn ihr dieses Video seht, sind noch 2 Tage, nämlich am Sonntag wird es sein. Und dann ist endlich wieder, ist die Sommerzeit zu Ende und dann kriegen wir 1 Stunde plus. Dann bin ich endlich wieder früh aufsteher. Das ist nämlich immer so mein Geheimtrick. Ich stehe eigentlich immer zur selben Zeit auf, aber im Sommer fällt es mir auf, weil es dann, weil die Uhr 1 Stunde mehr weniger hat. Im Winter habe ich dann 1 Stunde plus und dadurch wirklich immer, als ob ich früh aufstehe. Ja, das ist mein Geheimtrick schon seit Jahren. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich total drauf, wenn dann die Winterzeit kommt, weil das heißt dann auch, dass einfach Weihnachten näher rückt, dass. Ja, ich weiß nicht, ich mag den Winter einfach. Ihr wisst ja, ich bin total der Wintermensch und ich freue mich da einfach jetzt schon drauf. Und so, wenn Sommerzeit endet, das ist dann, dann wird es dunkler und dann hat man einfach, da wird die Welt einfach irgendwie für mich anders. Und ich weiß auch noch nicht, wie. Also ich freue mich einfach für mich so drauf. Mehr kann ich eigentlich da nicht dazu sagen. Also ich freue mich vor allem auf Halloween dieses Jahr und ich freue mich auf eigentlich ist All Hallows Eve, auf was ich mich freue. Also Halloween nicht, aber All Hallows Eve. Es ist das keltische Fest, das hinter Halloween steht. Und als irisch-schottisches Mädchen freue ich mich auf die keltischen Feiertage immer total. Ja, ich freue mich auf Weihnachten. Und es ist so total krass, weil gefühlt waren wir doch, hat das Jahr doch gerade erst begonnen und jetzt gehen wir schon mit so riesen Schritten auf Jahresende zu. Wow. Ja. Ja. Ich hoffe, dass das Problem, das ich euch in meinem nächsten Video beschreibe, sich vielleicht auch bis dahin erledigt hat. Um ehrlich zu sein, es ist unrealistisch, aber ich hoffe, dass sich das Problem, bis ihr das Video seht, erledigt hat. Weil wäre einfach schön. Dann hätte ich das nicht mehr. Aber das werdet ihr dann nächste Woche am Mittwoch erfahren, worum es geht, weil bei uns hat sich eine große Sache getan und ich finde, ja, ich habe jetzt die ganzen anderen Videos aufgenommen und habe das Video aber schon vorher aufgenommen. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wie es euch jetzt gerade geht. Ob ihr euch aufs Ende der Sommerzeit freut oder ob ihr eher wehmütig dem entgegenblickt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier.com. Eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.